Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. In dieser Folge oder in diesem Video möchte ich ein Damast-Küchenmesser schmieden. Und zwar habe ich jetzt hier gerade mein allererstes Küchenmesser. Wie ihr seht, ist der Griff und alles, das sieht aus wie Sau, das kann man so nicht lassen. Und hier sieht man, habe ich mich auch verschliffen hier. Und ja, das gefällt mir nicht ganz so gut. Ist aber extrem scharf, ja, aber ist extrem hässlich und weiß nicht, kann man das sehen hier innen drin. Der Übergang zwischen Klinge und Griff, was für ein Riesenloch da drin ist und Schleifspuren und ach was weiß ich, sieht halt einfach nicht gut aus. Und das möchte ich jetzt schmieden aus Damaststahl. Benutzen möchte ich dieses Holz, das ist Coco Bolo und den Pin oder das Messing hier vorne. Und es soll nur 20 Lagen werden, 20 Lagen tordiert. Ich habe mir mal ein Bild gesehen, ich blende es euch mal hier ein. So soll es ungefähr aussehen. Habe ich auf Instagram gefunden, könnt dem Typ gerne folgen. Es soll nur 20 Lagen sein, aber mehrfach tordiert. Das will ich heute schmieden. Auf geht's! So, jetzt haben wir 20 Lagen, jetzt schmieden wir das lang aus und schmieden es rund aus, dass wir es nachher gut tordieren können. Zum Tordieren werde ich diesen Triopter hier benutzen. Das ist ein Engländer, wo ich einfach einen Vierkant angeschweißt habe, dass man hier besser drehen kann. Ich musste da dieses Stückchen rausschneiden, weil ihr hier ganz schön sehen könnt, dieser Riss hier. Den habe ich von außen gesehen. Können wir mal gucken hier. Ich wusste nicht, wie tief er ist, dann dachte ich mir lieber nochmal das Stückchen rausschneiden. Ist zwar sehr schade, deswegen wird das Messer auch einen Ticken kürzer. Aber dieser Riss geht ungefähr 4 mm rein ins Material. Das ist nicht gut. We'll be right back.
Ich habe die erste Seite schon mal in dem Winkel, den ich so ungefähr haben möchte, runtergeschliffen. Ist noch ziemlich dick, ich weiß, also es kommt noch einiges an Material runter. Ist alles Freihand geschliffen, möchte ich hier auch nochmal betonen. Bin mir momentan unsicher, wie weit ich hier drüben runterschleifen muss. Das weiß ich nicht, weil bei den meisten Bushcraft-Messern fängt man dann irgendwo hier an und geht dann hier so leicht hoch oder macht nur so die Hälfte. Ja. Aber hier bin ich mir jetzt ziemlich unsicher, wie weit ich jetzt hier neben an diese Seite ran muss. Ich schleife die wahrscheinlich bis komplett hier gegen dran und hoffe, dass es dann nachher gut aussieht. Was jeder Messermacher am liebsten macht, wenn es denn richtig macht, und zwar die Klinge von Hand schleifen, hier mit Schleifpapier. Das ist so mit die meiste Arbeit, die ich an so Dingern wirklich hasse. Mag ich gar nicht. Wenn ihr mehr Bilder sehen wollt, könnt ihr auf meine Homepage gehen, ist in der Beschreibung der Link, und auf meiner Facebook-Seite. Und ihr könnt ja gerne mal abstimmen hier oben, ob ich mal einen Instagram-Account machen soll, nur für diese Messer hier. Damit es mit dem Handsanding schneller geht und ihr nicht so lange warten müsst, machen wir das alles mal in Zeitraffer. Das Messer ist jetzt fertig vom Handsanding und jetzt passen wir uns hier diese Ringteile an. So, die Griffe sind nun angepasst und jetzt ätzen wir die Klinge. So ein bisschen Handsanding und das sieht gut aus. Ich habe es mir nicht so staubig vorgestellt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dies ist mein allererstes Steckangelmesser aus Damast, was ich komplett selbst gebaut habe.
Ist um einiges besser geworden als das erste Küchenmesser. Ist zwar leider ein Ticken kleiner geworden, aber so ist es halt nun mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt, Bemerkungen, was man besser machen kann, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Dadurch lerne ich am meisten. Und nicht vergessen, bei 1000 Abonnenten verlose ich was. Eine Kleinigkeit aus Damast. Und was wollt ihr als nächstes sehen? Ich wollte mal ein Rasiermesser bauen. Habt ihr Ideen? Schreibt es in die Kommentare. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.